Herzlich willkommen, Freunde, zum nächsten Kampf hier im No-Name-Turnier. Nun stehen sich Cephax, der Ersatzspieler, gegenüber Nerotex. Und beide haben als, ja, weil ihnen nicht viel übrig bleibt, beide mit einem X, ein Xatu gewählt. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt los in den Kampf. So. Einmal Mew von Cephax und Shiny auch noch. Gegen. Ja. Oh, auch ein Shiny. Hier geht's richtig rund hier. Rabbit. Oh, direkt erstmal den Abschlag. Das arme kleine Mew. Auch schon mal. Mag Mew. Total, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von Mew kommt Irrlicht. Okay, das bin ich jetzt mal gespannt. Was ist Mew für ein Set vorweist? Mew ist ja ultimativ. Zu alles oder zu allem gut, sagen wir mal so. Aber der gedrückte Angriff wird sich hier schon bemerkbar machen. Ja. Und da sitzt Mew Ruheort ein. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was Mew noch so aus dem Nähkästchen holt. So, und Xatu kommt ins Spiel. Tarnsteine. Magiespiegel. Ich glaube, damit hat er sogar gerechnet, dass er jetzt hier weiter auf Taktiken setzt. Und dadurch wurde Mew, ja, ein bisschen, na, die Synchro, wurde Mew ein bisschen behindert, aber ich denke mal, Mew kann auch noch was anderes, genau, Abschlag. Oh, das macht nicht gerade wenig Schaden. Aber es war auch ein Volltreffer. Beulenhelm auf Xatu. Mhm. Interessant, interessant. Tanky gespieltes Xatu. Der erneute Abschlag. Der nun aber nicht mehr so viel Schaden macht. Die Ampelleuchte. War's das? Nein, Mew bleibt standhaft. Okay, das hier ist jetzt ein Ausdauerkampf. Beide sind quasi in der Lage, den Gegner zu vernichten, aber haben auch gleichzeitig das Potenzial, sich so weit hochzuheilen oder so weit wieder fit zu machen, um das hier wunderbar überstehen zu können. Na, mal gucken. Da hast Mew vollständig paralysiert. Ja, die Paralyse wird hier jetzt eine sehr große Rolle spielen. Cephax hätte auf jeden Fall Ruheort jetzt setzen müssen. Aber er hat es nicht getan. Das könnte ihn jetzt, oder kann ihn jetzt sein Mew kosten. Oh, aber ausgleichende Gerechtigkeit. Und Cephax hat eigentlich damit gerechnet, dass er down ist, aber war nicht der Fall. Interessant, er hätte seinen Mew gerade retten können. Sogar. Aber war da denn nichts. Okay, Henry kommt in den Kampf. Das ist sein Ursaring. Kriegt ein wenig die Tarnsteine ab, seine eigenen Tarnsteine. Und Feuerschlag. Na klar, er braucht sich hier nicht zu schützen, wenn es eins mit Adrenalin ist oder mit Rasanz, genau. Oh, Leta King. Er setzt Schutzschild ein. Na klar, er versucht die Wartephase von Leta King durchzunehmen, zu erreichen. So, Leta King kann sich nun nicht wehren, weil es Faulenz tut und es kassiert einen Feuerschlag. Dieser war relativ schwach ausfällt, muss man sogar sagen. Hat das kein Fassade, das Ursaring? Stellt sich bei mir gerade die Frage. Oh, ein Shiny Eschnatoll. Der Schutzschild eingesetzt. Wenn du das jetzt im Nahkampf angreifst, hättest du den Mumien-Effekt. Er greift einfach weiter an. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er jetzt Eschnatoll wirklich angreifen wird. In dem Moment. Und da geht sein Grabbit down. Und Eschnatoll kommt wieder zurück. Hätte eigentlich auch Eschnatoll drin lassen können.
Was versucht damit echt noch toll hier zu fokussieren? Versucht er ihn echt zu einem Wechsel zu zwingen? Weil momentan gelingt es nicht so gut. Oder er will echt, dass das Gift... Tatsache, er wollte, dass das Gift ausgeblutet ist. Aber er hat halt auch ein Pokémon dafür hergegeben. Ob das jetzt so... sinnvoll war, wissen wir erst nach dem Kampf. Oh, Draco Meteor. Das ist natürlich ein böser Angriff. Und wird auf jeden Fall ordentlichen Schaden hinterlassen. Oh, sogar den K.O. mit sich bringen. An sich war es ein gutes Matchup. Aber blöd halt, dass das genau umgekehrt auch geht. Rocker. Ah, Regirock ist ein cooles Pokémon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay, ich bin allgemein ein Fan von den Regis. Weiß nicht, ich mag diese Tanky Front. Steinpolitur. Okay. Ein offensives Regirock. Okay. Ich bin auch nicht alle Tage. Warum nicht? Es hat Potenzial. Angriffswert ist nämlich nicht so schlecht. Trotz Tanky oder Tank-Status. Light-Tider. Ein bisschen Energie vom Gegner genuckelt. Natürlich muss es sein. Okay. Er will jetzt wahrscheinlich wieder seinen Gegner ausbluten lassen. Diese Steinkante hätte sogar massiven Schaden einrichten können. Man darf nicht vergessen, Step plus hohe Volltrefferrate. Ah, setzt jetzt auf Erdbeben, er möchte den sicheren Treffer machen. Oh, das hätte, Steinkante hätte das Roserade auf jeden Fall gekillt. Hätte Steinkante getroffen, wäre Roserade down gewesen. 100 pro. Und da kommt Gengar ins Spiel. Poltergeist. Matschbombe von Gengar. Das sollte eigentlich das Ende sein für Roserade. Und das war's auch. Also man muss ganz ehrlich sagen, Geotech spielt sehr giftlastig. Zumindest kommt es mir so vor. Da holt er seinen Xatu. Tracker Meteor. Wollte erst den Spezialangriff Debuff haben. Naja, aber ganzes Xatu halt dafür hergeben. Mal gucken. Gengar ist wieder am Start. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt gar nicht auf, dass dieses Gengar jemals shiny war. Oder ist. Ja, da kommt Eschner toll. Zack. Nicht sehr effektiv. Okay, Poltergeist könnte jetzt aber auf Spukball gehen. Würde es Eschner toll auf jeden Fall rausnehmen. Aber ich glaube, es wird an Urhafen hier scheitern, der dann mit der höheren Initiative und dem Draco Meteor auf jeden Fall Gengar jetzt zur Strecke bringen wird. Gengar hat viel zu viel KP verloren, um da jetzt noch was tanken zu können. Okay, Luftschnitt ist sogar relativ riskant. Hätte daneben gehen können. Ich weiß ja nicht, was du noch alles im Set hast, aber... Was das angeht, es war richtig riskant eigentlich. Ich denke zwar nicht, dass das jetzt hätte spielentscheidend sein können, aber es war trotzdem riskant für deinen Urhafen hier. Hätte das gemisst, hätte Gengar eine gute Offensive gegen dich schon bringen können. Aber gut. Es war so oder so, du hattest noch genug in der Hinterhand, um das abzudecken. Aber trotzdem, sehr interessantes Set, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Mew. Das fand ich schön. Auch das Xatu von dir, Neo.
Und was war noch? Und das Later King mit Heimzahlung. Das fand ich auch cool. Nun gut, nun gut. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch irgendwas hier beitun soll. Naja, okay, das Kyurem hat ja einen Auftritt des Jahrhunderts gehabt. Hi, ciao. Gut. Wie gesagt, es ist leider nur ein Kampf, weil halt das Achtelfinale Kämpfe, wie gesagt, fehlen. Und deswegen werden wir in der nächsten Runde oder im nächsten Video uns im Viertelfinale sehen. Und ich kann euch jetzt nicht versprechen, ob es direkt morgen kommt, das Viertelfinale, denn ich muss erstmal gucken, dass ich alle Videoeinsendungen bekomme. Beziehungsweise, ja, es sind immer noch diese Komplikationen und, die ich ja schon angesprochen hatte im letzten Ding, und deswegen muss ich gucken, dass ich das jetzt richtig organisiert kriege. Und deswegen, ich kann es nicht versprechen, dass es morgen kommt. Ich versuche aber trotzdem, dass es morgen auf jeden Fall die nächste Runde hier im No-Name-Turnier zu sehen gibt. Beziehungsweise die nächsten zwei Kämpfe sogar, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Nun denn, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Und wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Nebenbei, Cephax, Max, kannst du mal schreiben, was du auf deinem Xato gespielt hast? Würde mich nämlich auch gerne mal interessieren, denn man hat leider nicht so viel gesehen davon. Okay, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.